warum man ein Messer, das keinen Fulltang hat, niemals zum Betonen nehmen soll. Bleibt dran. Ja, wie schon gesagt, es gibt solche und solche Messer. Fulltang und zum Beispiel hier mein ehemaliges Lieblingsmesser mit einem Rat Tail Tang. Heißt, die Klinge wird nach hinten dünner und ist dann mehr oder weniger nur noch ein dicker Nagel hinten. Ich bin immer der Meinung gewesen, ein Messer ist aus Stahl, das hält was aus, das brauche ich nicht schonen. Aber dann ist mir ein Licht aufgegangen, man sollte manche Messer doch schonen. Ja, natürlich, jeder sagt, betone nicht mit deinem Messer. Die meisten, so wie ich, machen es trotzdem, weil es halt einfach Spaß macht. Es gibt Äxte, es gibt schwere Werkzeuge für diese Aufgabe. Nutzt nicht das Messer. Ich werde es aber trotzdem weitermachen, weil ich noch andere Messer habe, die das bisher ganz gut mitgemacht haben. Ja, was ist passiert? Und zwar wollte ich mit meinem damaligen Lieblingsmesser, dem Helle Viking, für 100 Euro, mit diesem tollen Griff, dieser tollen Form, wollte ich ein Review-Video machen. Ich hatte eine ganze Reihe geplant, weil ich so viele Messer habe. Und das war eins der ersten, was ich in der Hand hatte. Ja. Und was passiert? Bam, 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 bam. Mir ist tatsächlich beim Betonen die Klinge gebrochen. Ja, verflixt. Schaut sie euch an. Es war so ein schönes Messer. Es sah mal so aus. Und es hat mir so gut gefallen. Es hat schön in meine Hand gepasst. Es hatte eine sauscharfe Klinge. Es hat einen sogenannten Dreilagenstahl. Die äußeren Schichten sind weicher. Und innen ist es eine gehärtete Schicht. Man kann das hier leicht sehen, glaube ich. Also, dass es innen hell ist und außen dunkel. Ja, jetzt. Ja, das ist ja alles ganz gut und schön. Ich hätte es nicht machen sollen. Viele Leute sagen, ja, ein Messer ist ein Messer. Damit kann man machen, was man will. Der Auffassung war ich halt, wie gesagt, auch. Und ich habe bisher noch nie meine Messer geschont. Ich habe immer drauf gehauen. Bei dem ging es jetzt halt mal schief. Ja. Ich suche jetzt allerdings nicht die Schuld bei dem Messer, weil mir eben klar war, man soll es nicht machen. Wenn man sieht, wie ich da drauf gehauen habe, das war hinten auf den Griff, vorne hat das Messer festgesteckt, hinten habe ich darauf gehauen, um es wieder lose zu bekommen und dann ist das halt passiert. Ja, macht's nicht nach. Ein Messer zu Hause zu verlieren, kaputt zu machen, ist kein Problem. Wenn man irgendwo im Busch ist und das ein einziges Werkzeug ist, ist es so, so, so ärgerlich. Ich habe mich irre geärgert. Deswegen habe ich auch keine Knife-Messer-Review-Videos dann mehr gemacht, weil ich diesen Schock erstmal verkraften musste. Das war schon im Februar, das ist schon ein ganzes Weilchen her und ja, ich habe das Messer immer noch. Es ist so schön. Ich habe mir das nicht neu gekauft. Ich halte es in Ehren. Schade. Also bitte, wenn ihr keinen Fulltang habt, vermeidet das Betoning oder das Holzspalten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und spaltet kein Holz mit solchen Messern, die nur eine ganz kleine Klinge haben. Macht's nicht. Nein, hört auf, macht's nicht. Servus, ciao, bis zum nächsten Mal.